Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge Boom Beach. Ich habe wieder nicht so viel Zeit, weil ich dann noch eine Together-Aufnahme habe und heute bin ich auch wieder spät dran, beziehungsweise einen Tag zu spät eher mit der Aufnahme. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, also ich nehme heute an einem Samstag auf hier. Nach langer Zeit, also ich habe es ja eigentlich jetzt lange durchgezogen mit den freitäglichen Aufnahmen und jetzt muss ich ja alles am Samstag nachholen. Aber es muss jetzt auch sein, weil wenn ich das nochmal verschieben würde auf morgen, dann wäre komplettes Chaos. Und dann könnte ich es ja schon wieder komplett vergessen. Und deswegen ziehe ich das jetzt hier einfach noch durch, ne? Und ja, ich habe die ganze Zeit jetzt noch ein Video geschnitten. Das muss jetzt auch bald fertig werden. Und das muss ich dann morgen noch fertig schneiden. Ich hoffe, ich schaffe das dann zumindest, ne? Ich meine, wenn ich die Aufnahme hier schon mal fertig habe, dann kann das ja ganz gut gehen. Aber ja, zurzeit stehe ich mit dem Schneiden echt ziemlich im Rückstand. Also ja, ich muss da echt schauen, wie ich das demnächst gestalte. Ich habe jetzt bald, ja, vielleicht wieder etwas mehr Zeit, so am Tag, um zu schneiden. Ich muss jetzt auf jeden Fall versuchen, kommende Woche, also immer ein Video pro Tag zu schneiden. Bisher habe ich immer so ein halbes geschafft pro Tag ungefähr. In der Woche, am Wochenende teilweise auch gar keine. Oder dann umso mehr, je nachdem. Das ist von Woche zu Woche anders. Wenn ich dann mal Zeit zum Schneiden habe, dann schaffe ich meistens ein Video am Tag, am Wochenende. Und wenn ich mal keine Zeit habe, dann schaffe ich nur ein halbes oder so. Oder schaffe ich gar keins eben. Heute habe ich dann so anderthalb geschafft, ne? Also ich habe noch andere Videos geschnitten, die zähle ich als eins, ne? Weil das ist für einen Kanal, wo ich eigentlich gar nicht schneiden will. Da habe ich aber jetzt doch immer eine längere Aufnahme gehabt, über fünf Videos insgesamt. Und ja, da habe ich doch ein bisschen was splitten müssen und schneiden wieder und so und... Da rechne ich mir das immer als ein Video an. Also ich schreibe mir mal auf, wie viele ich am Tag schaffe, weil das motiviert mich irgendwie, so zu sehen, wie viel hat man geschafft, ne? Da guckt man auch mal, ja, wie war das so ungefähr vor 2 Monaten oder vor 3 Wochen oder so. Ja, zu der Zeit, welche Umstände haben dazu geführt, dass ich weniger geschafft habe zu schneiden und warum jetzt hier mehr. Das ist eigentlich immer ganz interessant, so, ne? Und deswegen schreibe ich mir das immer ganz gerne auf. Da hat man mal noch so eine kleine Statistik, also ja, das hilft mir immer so ein bisschen, weil wenn das einfach so random passieren würde, dann ja, hätte ich vielleicht auch gar nicht so Motivation, da durchzuziehen, ne? So jeden Tag wieder schneiden und wieder, ne? Ist manchmal auch anstrengend und ja, so kann man sich dann eben immer helfen mit solchen kleinen Motivationsstützen. Und ja, da hoffe ich eben jetzt, dass ich es mal schaffe, das habe ich jetzt seit August ungefähr nicht mehr geschafft, dass ich mal jeden Tag ein Video schneide, ne? Damals hatte ich noch viel mehr Zeit, weil ich da noch nicht arbeiten musste, aber jetzt aktuell ist es wirklich schlimm, also ich war jetzt schon 8 Wochen arbeiten und so langsam schlaucht es schon echt, also ja, in den ersten Wochen, wo ich arbeiten war, da habe ich noch gar nicht so extrem viel gemerkt, da habe ich eigentlich noch relativ alles so geschafft, aber jetzt mit der Zeit merkt man halt immer mehr, wie viele Sachen auf der Strecke liegen, ne? Oder was man immer wieder vor sich her schiebt, weil man es einfach nicht schafft, ne? Und ja, das ist einfach scheiße so, ne? Wenn ich dann wieder frei habe, ich bräuchte jetzt eigentlich schon wieder 3 Wochen frei oder so, um mal wieder ein paar Sachen nachzuholen. Und wenn ich dann mal frei habe, dann bin ich wieder so richtig gestresst, weil ich erstmal 1-2 Wochen brauche, um einigermaßen alles nachzuholen, was ich nicht geschafft habe, ne? Zum Beispiel Videos einstellen hier für den Kanal und so, die Thumbnails, das fehlt alles über Monate und das geht eigentlich gar nicht mehr. Und das kotzt mich auch an, schon ewig, und das wollte ich eigentlich noch, bevor ich wieder arbeiten muss, alles machen. Aber da bin ich einfach nicht mehr zugekommen auch. Dafür hatte ich die anderen Sachen noch, die ich machen musste, auch nachzuholen hatte, da noch zu der Zeit. Die hatte ich dann zumindest gemacht und ja, das Videos einstellen für den Channel hier ist halt immer so am, steht immer so ganz hinten irgendwie. Und das wollte ich eigentlich immer mal machen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist schon ewig jetzt mein Problem. Und selbst durch die weniger Videos, ich meine, man merkt schon, dass man wesentlich besser vorankommt beim Einstellen, wenn weniger Videos kommen, aber trotzdem, ja, sind die eben immer noch nicht eingestellt, die meisten, ne? Und ja, ich muss halt überhaupt erstmal wieder das schaffen und ich weiß einfach nicht wann, ey. Ich habe keine Ahnung, in der Woche bin ich auch immer so kaputt und am Wochenende mache ich dann immer die Videos für Ickels, die stelle ich da ein. Und das war's dann auch schon, ne? Da finde ich kaum Zeit dafür noch, muss ich ja sagen. Und da bin ich immer schon froh, wenn ich das so schaffe einigermaßen. Und da kann ich nicht auch noch hier für diesen Channel immer so, ja, extrem viel Arbeit reinstecken. Beziehungsweise ich schaff's halt einfach nicht, ne?
Ja, das ist alles sehr, sehr kompliziert inzwischen und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da schon relativ unzufrieden, was das angeht, dass ich da eben echt so wenig schaffe und so. Ja, das muss nicht sein. Also es wäre schon geiler, wenn ich endlich mal wieder so alle Schäfchen im Trockenen hatte, ne, hätte, habe ich früher mal gerne gesagt, so und ja, keine Ahnung, das wäre echt mal wieder geil, aber irgendwie ist das echt schwer. Ja. Man hat einfach viel zu wenig Freizeit durch diese Scheißarbeit. Und eigentlich, wenn ich arbeite zum Beispiel und dann habe ich erstmal wieder so, sagen wir mal, 2 Wochen frei, ne? Und dann gehe ich weiterarbeiten, so. Aber das war halt nicht möglich, weil man hat eben nur sehr, sehr begrenzt Urlaub bei diesem Praktikum, beziehungsweise muss dann alles hinten dran hängen, muss dann auch wieder einen neuen Vertrag, hier, neuen Vertrag aushandeln und so, ne? Mit dem neuen Enddatum quasi vom Praktikum und. Okay, ich habe den jetzt noch mal ein bisschen kämpfen lassen hier. Ich musste gerade eh schneiden und da dachte ich warte mal kurz, aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Da würde ich jetzt hier erstmal einen Rückzug machen, ne, bestätigen. Und ja, ich probiere es einfach noch mal in einem anderen Kampf. Also, ich habe auch gerade eine Nachricht reinbekommen, dass heute die Together-Aufnahme ausfallen muss, die ich vorhin erwähnt habe. Ja, da könnte ich vielleicht doch mal ein bisschen was nachholen. Das entzerrt schon mal bei mir einiges, muss ich sagen. Aber. Ja, mal sehen, wie wir es machen. Vielleicht nehme ich dann alleine trotzdem noch auf und gewinne gar nicht so viel Zeit, aber ich werde es sehen auf jeden Fall. Vielleicht bringt es ja was. Und ja, ich würde dann jetzt erstmal hier noch den nächsten Kampf machen direkt. Zack, hier wieder ausbilden. Oh ne, da wollte ich gar nicht drauf. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich hier irgendwas bestoppt? Ne, gut, dann nochmal schnell einen Kampf, würde ich sagen, zum Abschluss. Und. Alter, mein Datenvolumen ist ja auch bald wieder leer. Da muss ich auch aufpassen, dass ich da nicht mal hier deswegen nicht aufnehmen kann oder so. Oder dass es dann übel leckt oder was weiß ich. Obwohl ich glaube, ich habe schon mal mit verbrauchtem Datenvolumen aufgenommen. Und da ging es auch noch. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass ich da gar nichts mehr machen kann. Zum Glück. Also ich surfe dann eben noch mit 64 Kilobit pro Sekunde. Das geht immer noch für so Games hier. Ich meine, bei YouTube merkt man schon extrem, wenn man dann die App öffnet, wie die Thumbnails alle ewig nicht laden und generell alles ewig nicht lädt. Ja, das ist natürlich nervig dann. Aber jetzt hier bei diesen Games, auch bei Clash Royale, da geht's eigentlich noch. Und ja, ich kann schon wieder vergessen hier, bestätigen und ciao. Ja, dann war's das auch mit der Folge. War wieder ein Scheißkampf hier. Der erste hat mich sogar, da hat's mich sogar gewundert, dass der Gegner gar nichts gemacht hat bei mir, aber. Ja, hier bei dem war es wieder eindeutig, dass das hier nichts wird. Beim ersten hätte ich es vielleicht noch geschafft, wenn ich da mehr Schaden gemacht hätte. Das war halt irgendwie wieder komplett dumm. Ja, keine Ahnung. Jetzt werde ich ja erstmal versuchen, auf die nächste Season zu warten und da dann vielleicht mit besseren Truppen wieder kämpfen zu können. Das wäre gut. Und dann sehen wir weiter, ne? Also ich beende jetzt erstmal die Folge. Wir sehen uns wieder in Clash Royale. Und dann ciao.